Bad Lauterberg im Harz. Von oben sieht es hier nach heiler Welt aus. Doch der erste Notruf zeigt, auf den Straßen kann es überall gefährlich werden. Die Leitstelle meldet sich. Der hört. Und was Chris hört, alarmiert ihn sofort. Ein Verkehrsunfall mit zwei Autos. Die ersten RTW sind schon vor Ort. Ja, das haben wir so mitbekommen. Sind gleich da. Gemeinsam mit Kollege Manuel Thomas macht er sich zunächst ein Bild der Lage. Offenbar ein Auffahrunfall mit erheblichen Folgen. Hallo, grüße Sie. War ein VW-Bus. Ja. Der PKW dahinter mit ungefähr 45 km bei ihm raufgefahren. Initial unkritisch, im Verlauf dann doch so ein bisschen über Unwohlsein beklagt. Die Patientin wird jetzt von Chris übernommen. Gehen wir einmal hier an die Seite. Für Menschen unter Schock ist der Rettungswagen ein Ort zum Runterkommen. Mit Profis, die zuhören und nachfragen. Wo haben Sie Schmerzen? Also mir ist genommen, also ich fühle mich genommen irgendwie. Also der PKW ist Ihnen hinten drauf gefahren? Mhm. Ist natürlich auch viel aufregend. Mhm. Also Schmerzen im Nacken? Mhm. Das gar nicht. Wie schnell waren Sie ungefähr? Gerollt. Gerollt. Und der andere war voll mit 30 unterwegs, ja? Ohne Bremse. Schneller. Noch schneller. Mhm. Das ist doof. Ich will jetzt ganz kurz von dem Auto ein Bild machen von hinten. Einfach, dass man in der Klinik sieht, wie der Aufprall war, damit der Arzt sieht, was da eventuell für Verletzungsbilder herrschen können. Der Kleinbus ist schwer lediert. Doch glücklicherweise war die Fahrerin vorschriftsmäßig angeschnallt. Gerade bei ganz schweren Verkehrsunfällen ist zum Beispiel auch wichtig, dass der Arzt eventuell sieht, wie der Motorraum sich verschoben hat. Da sind natürlich auch Angaben ganz wichtig von Ersthelfern oder von der Feuerwehr. Und die Kollegen haben ja jetzt alles richtig gemacht. Die haben halt auch einen Patienten im Auto. Und deswegen fordert man halt einen zweiten, dritten, vierten RTW nach, dass jeder Patient halt wirklich auch die gleiche Versorgung hat. Auch der Partner der Frau ist jetzt da. Und plötzlich taucht noch jemand aus der Familie auf. Ich mach mal kurz hier so, die Tochter ist hier, die hat das gerade durch Zufall gesehen. Spring mal rein, dann siehst du, dass es denen gut geht. Geh mal rein. Hallo. Hinten draufgefahren vom Sprint. Aber soweit ist alles okay. Ne? Der Blutdruck ist ein bisschen hoch. Die Sanitäter können die Tochter beruhigen. Auf den ersten Blick scheint die Patientin unverletzt. Ich kann ihn auch aus. Gut, ihr wollt jetzt losfahren. Genau, wir fahren jetzt Herz. Ich brauche noch Ihre Krankenkassenkarte. Oder die habe ich schon. Treffen wir uns gleich. Ich melde mich, ne? Oh Mann. Danke, tschüssi. Jo, tschüss. Christoph Grüne ist ein Notfallsanitäter, der nicht nur durch großes Einfühlungsvermögen überzeugt, sondern auch durch seine enorme Erfahrung. Der Blutdruck von der Patientin ist jetzt schon extrem hoch. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt einfach Schreckbedarf ist. Die Untersuchung, die die Kollegen gemacht haben vom DRK, die war ja völlig unauffällig. Und von daher haben wir uns jetzt entschieden, die Patientin doch zu transportieren. A, dass es vom Arzt aufgenommen wird. Es geht ja auch immer eventuell um die Schuldfrage und Schadensersatzansprüche. Und B, dass nach dem Blutdruck geschaut wird, ob es jetzt wirklich nur die Aufregung ist oder ob es zum Unfall kommt. So, da lacht sie wieder. Sehr gut. So soll das auch sein. Kriegen Sie noch ein bisschen Sonne mit? Sehr schön. Ja, Ihre Tochter stand da nur so verzweifelt. Da habe ich gedacht, komm, dann... Es ist immer besser, wenn man die Mama mal kurz sieht. Ich mag das auch nicht, wenn irgendwelche Kollegen anrufen dann zu Hause, ja, dein Mann ist gerade abgeholt worden oder so. Das ist immer ein bisschen blöd. Einen besseren Begleiter hätte sich die Patientin an diesem Tag nicht wünschen können. Ihr Zustand hat sich verbessert. Sie hat ja auch zum Schluss gelacht. Das war jetzt halt so der typische Schock, dass man unter Strom steht, angespannt ist. Der Blutdruck geht hoch, der Puls geht hoch. Und dann hat man das Ganze so ein bisschen im RTW halt verdaut, was wirklich passiert ist. Merkt, Mensch, es geht mir doch gut. Und auch das, was der Manuel und ich hier gesagt haben, hat sie beruhigt, dass ihre Tochter vielleicht auch noch mal kurz da war, die durch Zufall dann irgendwie ganz wie ein Häufchen Elend neben dem RTW plötzlich stand, weil sie das Auto von ihren Eltern gesehen hat und ja, die Gesamtsituation dann schon recht gut verarbeitet hat. Kurzes Durchatmen. Dann geht es zum nächsten Einsatz für das Rettungsteam im Harz. München, Stadtteil Milbertshofen. Nach einer Alarmmeldung rückt der gesamte Löschzug der Feuerwache 7 aus. Im eingegangenen Notruf war die Rede von einem Wohnungsbrand. Für die Männer bedeutet das ein absolutes Worst-Case-Szenario. Hey,
Wo? Was brennt? Wo brennt es in der Küche? Dritter Stock. Wo? Nein, nein, wo? Hier. Hier. Wohin? Hier, hier, oben, dritter Stock. Da ist, oder? Wenn wir da herfahren. Ja. Sie müssen da weg tun, bitte. Okay, da kommen wir. Zimmer brennt im dritten Obergeschoss. Verteiler vor das Gebäude. Lüfter kommt direkt. Was? Ja, haben wir Schlüssel. Die Person ist oben in der Wohnung. Wir machen auf, die steht am Balkon. Okay? Gut. Person ist noch in der Wohnung. Das verschärft die dramatische Lage. Gehen Sie runter. Ja, Sie gehen raus. Ja. Ja, lassen Sie die Tür, gehen Sie runter. Ist da noch eine Person? Wissen wir das? Weiß ich nicht. War noch nicht drin. Eine ältere Person in der Brandwohnung auf dem Balkon. Drehleiter schon zum Einsatz. Aber brennt durch nichts mehr. Nachbarn haben versucht, die Bewohnerin zu retten. Vergeblich. Die Wohnung ist zu verraucht. Die 77-Jährige ist auf den Balkon geflüchtet. Hey, Mama, zu. Die alte Dame steht offensichtlich unter Schock. Mit der Drehleiter versuchen die Brandbekämpfer, sie zu retten. Doch ihr Zustand lässt das nicht zu. Bitte da rauf, da rauf. Nein, bleiben Sie drin. Sie gehen mit dem Kollegen mit. Die Feuerwehrmänner haben den Brandherd schnell gefunden. Komm! Ja! Küche! Küche! Ist schon raus soweit. Sicherheitshalber wird die Küche mit einer großzügigen Ladung Wasser gelöscht. Erst dann kann die Bewohnerin den Balkon gefahrlos verlassen. Oh, wir gehen übers Treppenhaus. Wir gehen übers Treppenhaus. Warte ja. 47 1 und 17 1. Wie bringt ihr die Frau runter? Übers Treppenhaus. Voll aus. Die Frau wird mit Fluchtauf übers Treppenhaus rausgebracht. Wollen wir dran gehen? Die sogenannte Fluchthaube sorgt dafür, dass keine gefährlichen Dämpfe oder Kohlenstoffmonoxid eingeatmet werden. Beides kann zu einer Rauchgasvergiftung führen. Der Einsatz geht glimpflich aus. Es hätte auch in einer Katastrophe enden können. Aber ich bin froh, dass die Wohnung tatsächlich nicht brennt. Weil wenn die da Feuer fängt, gell, das ganze Material, was da drin ist. Anschließend kümmert sich die Mannschaft um Oberbrandmeister Stefan Unterhuber um die Sicherheit der übrigen Hausbewohner. Riecht bei Ihnen in der Wohnung nach Rauch? Ein bisschen. Und ist Rauch in der Wohnung gewesen? Nein, es hat nur kurz gestunken. Okay, aber Sie haben Fenster und alles zu gehabt, oder? Okay. Ja, die Dame wird vermutlich ins Krankenhaus kommen und dort untersucht werden. Aber ist das schon alles gelöscht? Das ist gelöscht, ja. Ja. Sonst müssten Sie auch raus. Also alles nochmal glimpflich ausgegangen. Ciao, servus. Feuerpause für den Münchner Löschtrupp. Nicht für lange. So viel ist sicher. Bundeswehr-Zentralkrankenhaus Koblenz. Von der Bevölkerung wird es liebevoll Lazarett genannt. Doch eingeliefert werden hier nicht nur verletzte Soldaten, sondern jeder, der Hilfe braucht. So wie dieser Herr, der heute eigentlich einen Grund zu feiern hat. Stattdessen kam der Notarzt. Ein 82-jähriger Patient war in der Grundschule synkopiert. Ursache war unklar. Meine Kollegin als Ersthelferin vor Ort, die hat einen IV-Zugang gelegt. Also war die Einschulung seines Enkelchens. Ja. Sollte man nicht unerwähnt lassen. Ne? Sehr gut. Die Einschulung muss ohne den Opa stattfinden. Jetzt geht es darum, schnell herauszufinden, was ihm fehlt. Lampe ist mein Name, ich bin der diensthabende Facharzt der Notaufnahme. Wir verkabeln Sie jetzt einmal, nehmen Sie Blut ab, untersuchen Sie einmal ganz ordentlich und dann schauen wir mal, was
Ihr Problem ist und wie wir Ihnen helfen können. Können Sie sich daran erinnern, was passiert ist vorhin? Ja, ich hatte hier so ein paar Schmerzen hier am Herz. Ja. Wie war dieser Schmerz? Da habe ich ein bisschen massiert und dann wurde mir ein bisschen schwindelig. Mhm. Ja. Dieser Schmerz, wie war der? War der so stechend oder war der so dumpf drückend oder wie war drückend, das? Drückend. Drückend, so richtig dumpf, so als würdest du irgendwie einen Elefant auf den Brustkorb drücken. Okay, alles klar. So, haben Sie sowas schon mal gehabt? Ja. Ja? Wann zuletzt? Oh, vor 3-4 Wochen. Okay, können Sie sich daran erinnern, dass Sie umgekippt sind oder sind Sie so in sich zusammengesackt? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Ich habe nur den Kopf auf den Tisch gelegt. Okay. Ja, da war ich zur Einschulung. Erst war man in der Kirche und da bin ich von der Kirche aus hoch in die Schule gelaufen. Wahrscheinlich habe ich mich da ein bisschen zu sehr angestrengt bei dem Laufen. Ich kann ja nicht gut laufen. Das sind erstmal schon mal Alarmzeichen für uns, dass wir sagen können, okay, das ist gar nicht so trivial, da müssen wir schon mal uns ganz genau angucken. Kann schon sein, dass da was von dem Herzen ist, zumal er das vor 3-4 Wochen auch schon mal hatte, solche ähnlichen Geschichten. Als erstes wird Blut abgenommen, um anschließend zu analysieren, ob es vielleicht ein Herzinfarkt war. Tief Luft holen. Okay. Bei der Lunge hört sich eigentlich alles in Ordnung an, ne? Mhm. In den letzten Tagen irgendwas gemerkt, was anders war als sonst? Nein. Sie dürfen sich langsam wieder zurücklegen. Fieber, Kopfschmerzen? Nein, alles okay. Alles sonst wie immer, ja? Ja. Okay, alles klar. Also das EKG ist für mich jetzt auch nicht so, dass ich mir da groß Sorgen machen würde. Aber das EKG ist nicht das einzige Mittel, was ich ranziehen kann, um zu sagen, das ist jetzt alles in Ordnung. Ne, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Die Kollegin nimmt ja auch gerade Blut ab. Da kann man auch nochmal die Blutparameter sich anschauen. Da gibt es die einen oder anderen, die ganz herzspezifisch sind. Die können uns sagen, ob mit ihrem Herzen gerade irgendwas ist, was nicht so richtig stimmt. Ne, und die nehmen wir jetzt ab, die Werte, und die schauen wir uns gleich an. Mittlerweile ist es kurz vor 12 und Alexander Lampe seit 5 Stunden im Dienst. Der 33-jährige Oberstabsarzt hat schon auf verschiedenen Stationen gearbeitet. Nun steht er an vorderster Front in der Notaufnahme. EKG ist auf jeden Fall immer eines unserer ersten Sachen, die wir machen. Aber nur weil da nichts auffällig ist, heißt es nicht, dass es nicht auch was sein kann. Es könnte auch was Neurologisches vom Kopf her sein, ein Schlaganfall, wobei das auch nicht unbedingt passen würde zu dem Druck auf der Brust. Es könnte aber auch eine Verstopfung in den Lungengefäßen sein, also Lungenembolie zum Beispiel. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, die wir so in dem ersten Blick gar nicht ausschließen können, bei denen wir aber nachgehen müssen.